Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei den Hartmanns und dem Düring. Heute müsst ihr mal wieder mir alleine Vorlieb nehmen und zwar werde ich euch heute eine Frage beantworten, die ganz, ganz oft gestellt wurde. Und zwar werde ich ständig gefragt, welche Veränderungen haben sich eventuell schon ergeben seit der Einnahme verschiedener Mittel und hast du deinen Einnahmeplan verändert oder angepasst? Tja, was soll ich dazu sagen? Generell geht es langsam aufwärts und ich denke, dass die Mittel und die Produkte ihren Beitrag dazu leisten. Aber auch meine radikale Ernährungsumstellung und auch ein paar weitere Dinge, die ich geändert habe. Ja, übernächste Woche gehe ich nochmal zur Dunkelfeldmikroskopie und dann wird man genau sehen, was sich im Blut verändert hat. Ich werde euch auf alle Fälle davon berichten. Vielleicht kann ich euch ja sogar mitnehmen. Also beim letzten Mal konnte ich da ein bisschen was filmen. Ich versuche es mal und mal schauen, wie fit ich bin. Das mit dem Lipödem ist schon viel besser geworden. Also an den Armen habe ich gar keine Druckschmerzen und Spannungsgefühle mehr. Und an den Beinen ist es auch viel, viel besser. Vor ein paar Tagen war es noch mal wieder ein bisschen schlimmer. Da hatte ich noch mal so Wassereinlagerung oder wahrscheinlich auch Fett. Und das kann natürlich auch ein bisschen an heißen Temperaturen hier liegen. Ich hatte vorher, vor der Impfung, nie Probleme mit Wassereinlagerung, außer in den letzten Wochen meiner Schwangerschaft damals mit Lea. Und sonst nie Probleme. Ja, und ich habe es ja jetzt erst seit der Impfung, aber ich denke wirklich, dass die hämopathischen Tropfen mir da wirklich gut helfen. Ich bürste die auch dann immer noch zusätzlich und mache noch so ein paar andere Sachen, aber ich denke, die Tropfen sind da wirklich, wirklich gut. Ich glaube auch, dass die anderen Produkte mit bei der Entgiftung meines Körpers helfen. Seit ein paar Wochen finde ich auch, dass ich so anders rieche oder ausdünste. Jeder hat ja so einen körpereigenen Geruch. Ich meine, jetzt rieche ich gerade frisch geduscht. Aber ich merke halt auch jetzt, dass ich wieder ein bisschen so, ich schwitze mehr und ich rieche irgendwie anders. Dem Carsten ist das auch schon aufgefallen. Und ist ihm aufgefallen. Ich hoffe, dass er mich trotzdem noch riechen kann. Man sagt ja immer so, ne, ob man jemanden riechen kann. Aber ich finde das wirklich so. Jeder hat ja so einen eigenen Geruch. Und mein Geruch hat sich jetzt ein bisschen verändert. Ich schwitze auch wirklich die letzten Wochen mehr. Auch jetzt, ich bin wieder am Schwitzen. Und klar, wir haben es hier warm und so. Aber das wird nicht nur in den Temperaturen liegen. Ich habe diesen Raum, in dem ich jetzt sitze, hier im Wohnzimmer eben komplett runtergekühlt mit der Klimaanlage. Habe die jetzt ausgemacht, weil die sehr laut rauscht. Und bin schon wieder irgendwie am Schwitzen. Und irgendwo muss das Zeug ja hin. Ne? Ich habe gehört, dass durch das Schwitzen nicht nur Wasser, sondern auch Giftstoffe und Stoffwechselschlacken wohl ausgeschieden werden. Das wusste ich vorher auch nicht. Ja, ich dusche mich aktuell mindestens zweimal am Tag, morgens und abends. Manchmal tue ich auch mich mittags nochmal kurz ab, weil ich einfach schwitze und mich einfach auch so ein bisschen eklig fühle. Und es ist so, dass die letzte Zeit, wenn ich mich abdusche, ist dieses Wasser immer so gelbbraun nach dem Duschen. Also ich weiß das, weil wir haben eine weiße Dusche und ich habe den Stopfen in die Dusche gemacht, weil ich einmal so beim Duschen das Gefühl hatte, dass das Wasser so dreckig ist. Und normalerweise ist das ja, wenn man sich zweimal am Tag abduscht oder so, darf das Wasser ja nicht dreckig sein. Dann habe ich das unten gesammelt in der Duschwanne und habe dann richtig gesehen, dass das so ein gelbbraune Brühe war. Ja, sah so ein bisschen aus, wie wenn man irgendwie in so ein Haus, wo viele Leute rauchen und putzt da Fenster und da läuft so das Nikotin irgendwie runter. So sah das aus. Ja, und ich dachte immer, dass die Giftstoffe nur über Leber, Nieren und Darm ausgeschieden werden. Aber dem ist wohl nicht so. Die Haut scheint wohl auch einen sehr großen Beitrag dazu zu leisten. Ja, ich bin immer noch ständig müde und auch schnell erschöpft, aber ansonsten geht es mir viel, viel besser. Und das mit dem Müde und Erschöpftsein, das ist wohl auch ganz normal, weil mein Körper ja nun seit über 2 Monaten mit Hilfe der Mittel, die ich einnehme, versucht sich zu entgiften. Ich bin ja schon seit der Impfung immer schlapp und müde. Das wird natürlich auch viel daran liegen, an dem, was in meinem Körper ist. Und jetzt liegt es wahrscheinlich auch daran, weil der Körper halt arbeitet und versucht wirklich das alles sich halt zu entgiften. Also es scheint ganz normal zu sein, wenn man auch dann ausgelaugt ist und auch so Nebenwirkungen wie beispielsweise Kopfschmerzen hat. Ich hatte am Sonntag so schlimme Kopfschmerzen morgens. Ich war so schlapp und mir ging es richtig beschissen bis Mittag. Aber das sind wohl alles Anzeichen,
dass die Entgiftung das tut, was sie tun soll. Ja, und an der Einnahme hatte ich nur eine einzige Sache kurzfristig geändert, und zwar hatte ich dieses Puri-Kop reduziert, weil ich davon immer aufstoßen musste, während ich Cortison eingenommen habe und auch nur eine kurze Zeit danach. Ich dachte immer, es liegt an diesem Puri-Kop, und in der Anleitung steht drin, dass es keine Kontraindikationen und so gibt. Aber in Verbindung mit dem Cortison gab es dann wohl doch welche. Ich habe das dann selber ganz kurz abgesetzt für ein paar Tage, habe mich mit dem Heilpraktiker in Verbindung gesetzt, und dann hat der gesagt, das kann eigentlich nicht sein und so, dann nimm es doch einfach nur abends, wenn du ins Bett gehst, dann wenigstens. Naja, dann ist das nicht ganz so belastend mit dem Aufstoßen. Und dann habe ich erst ein paar Tage abends eingenommen, und jetzt nehme ich es wieder zweimal täglich, morgens und abends. So, das war das Einzige, was ich geändert habe. Alle anderen Produkte nehme ich noch genauso ein, wie sie mir von meinem Heilpraktiker empfohlen wurden. Ja, dann habe ich ja vor ein paar Wochen noch angefangen, zusätzlich noch zu dem, was ich eh schon immer mein Essen mache, hochdosiertes Bio-Kurkuma mit schwarzem Pfeffer in Kapselform einzunehmen. Und meine Entzündungen sind tatsächlich nach ein paar Wochen zurückgegangen. Ich hatte ja vorher schon einiges versucht, auch so an Medikamenten, so anti-entzündliche Medikamente und so, und hat alles nichts gebracht. Und ich möchte ungern Cortison einnehmen, wenn es nicht unbedingt sein muss, und auch sonst versuchen, keine irgendwie chemischen Medikamente einzunehmen, wenn es nicht dringend notwendig ist. Und ja, ein Arzt hatte mir dann alternativ ein Medikament gegen rheumatische Entzündungen verschrieben. Und dann habe ich mir die Nebenwirkungen durchgelesen, und das war wirklich richtig, richtig schlimm. Die Liste der Nebenwirkungen war noch viel, viel länger und schlimmer wie bei dem Cortison. Und dann habe ich auch gegoogelt, und dann habe ich gelesen, dass viele Patienten, die dann bestimmte Medikamente nehmen, solche Medikamente, eine kürzere Lebenserwartung haben wegen diesen Nebenwirkungen von den Medikamenten. Ja, dann habe ich gedacht, nee, das kannst du nicht machen. Und du versuchst jetzt mal mit diesem Kurkuma. Du isst schon Kurkuma, ich würze mit Kurkuma. Ich trinke oft Kurkuma Wasser, dann mache ich mir Kurkuma halt in Wasser und so viele Sachen. Und wenn ich dann auch Kurkuma ins Essen mache, immer schön schwarzen Pfeffer mit da rein. Aber man kann ja nicht diese gesunde Menge vielleicht, wie ich halt brauche, einnehmen. Und dann habe ich mich halt da entschieden, halt mit diese Kapseln einzunehmen. Und ja, mir hat es auf jeden Fall was gebracht. Ich denke auch generell, dass ich mich auch hier überhaupt für den richtigen Weg entschieden habe. Ich merke, wie es langsam aufwärts geht. Mein Heilpraktiker hat mir von vornherein gesagt, dass es seine Zeit dauert und ich nicht davon ausgehen soll, dass ich in ein paar Wochen wieder fit bin. Er sagte mir, dass ich wieder fit werde, wenn ich alles genau so umsetze, die Einnahme von den Produkten, die er mir empfohlen hat, eine Ernährungsumstellung, wenn ich die komplett durchziehe und in ein paar Wochen, sondern wirklich ein paar Monate oder länger. Ich soll Stress vermeiden, mich von toxischen Menschen fernhalten und auch auf bestimmte Produkte komplett verzichten. Das alles braucht halt seine Zeit. Ja, und ich setze das jetzt ja schon seit über 2 Monaten um, ohne irgendwelche Ausnahmen. Ich bin total streng mit mir selber. Und meine Ärzte und mein Heilpraktiker haben auch beide gesagt, dass meine positive Einstellung, der Wille, wieder fit zu werden, und auch die Bewegung, die ich jetzt mache, also Krankengymnastik, Dehnübungen, so, das trägt alles mit Sicherheit auch dazu bei, dass es mir jetzt wieder besser geht. Also ich merke wirklich, wie es in den letzten 2 Wochen immer besser geworden ist. Ja, nächste Woche gehe ich nochmal, wie gesagt, nochmal zur Dunkelfeldmikroskopie oder Analyse, wie man es auch immer nennt. Und da bin ich wirklich schon ganz gespannt, was sich da in meinem Blut verändert hat. Ja, ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video bitte einen dicken Daumen nach oben. Schreibt mir sehr gerne in die Kommentare. Ich freue mich über jeden von euren Kommentaren. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.